Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Russian Fishing 4 mit dem Underwater Frank. Wir sind hier am Bärensee, hier beim Spot F4 Richtung 3,5 hier am Schilf vorbei. Und ja, ich mach gleich mal wieder hier die optischen Bissanzeiger rauf. Also Spot läuft auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich zeige euch gleich nochmal, was ich jetzt hier drauf habe. Habe an allen drei Routen das gleiche drauf. Kokossahne 16 Pop-Up, Kokossahne Weiß, Kokosnektar und Kokossahne als PVA. PVA kann ich euch auch gleich nochmal zeigen. Da haben wir eine Route schon mal ausgetauscht. Wie gesagt, 22 Meter Clip hier Richtung Schilf kann ich euch auch gleich nochmal zeigen hier. Wie gesagt, ich versuche hier halt jetzt meinen weißen Amo noch als Trophy zu fangen. So, hier wie gesagt, 22 Meter Clip. Auch genau das gleiche drauf. Und wie gesagt, Bissfrequenz ist richtig gut. Habe gerade angefangen hier zu angeln. Habe jetzt hier in 18 Minuten 18 Fische. Halt auch ein paar kleinere dabei, aber alle halt mit Haken. Zeige ich euch gleich nochmal hier meine Mischung. Kurz mal gucken, wo die ist hier. Kaponig, das ist das falsche. Meine Kokos hier, Kokossahne, das müsste die sein, ne? Das, boah, ich weiß gar nicht, ob das. Ne, warte, meine andere Mische. So noch eine. Wo ist meine andere Mische? Aber ich habe, glaube ich, habe ich die ich einfach. Ich glaube, das ist die Mische. Das müsste die sein. Ich gucke gerade nochmal hier rein. Ja, ja, das ist die Mische, ja. Mit Maismehl, genau. Die habe ich da jetzt drauf. Muss ich auch gleich nochmal wieder herstellen. Mal gucken, was der Zuppler hier sagte, weil der könnte ein bisschen besser sein, der Zuppler, weil die Schnur hier halt noch durchgegangen hat. Der könnte. Hier habe ich jetzt auch die Mische drauf mit Maismehl, Kokossahne, Feed Pellets 12, 7 und 5, süße Sahne Pellets 6 und Kokosnusscreme. Oha. Ah, bisschen besser. Noch mal ein guter Schuppi hier. Ich glaube, hier habe ich sogar noch eine leicht veränderte Mische drauf. Hier habe ich noch eine genommen, die ich in meinem Inventar hatte. 12,8, der ist gut. Hier habe ich drauf Maismehl, Kokossahne 12 gemahlen, Kokossahne 16 gemahlen, Kokossahne Feed Pellet 12 und 7 und Kokosnusscreme. Aber wie gesagt, die hatte ich jetzt bloß, weil ich die noch rumliegen hatte. Die will ich jetzt bloß noch mal verbrauchen. Weil ich sonst eigentlich nicht so gerne mit gemahlenen Boilies angeln. Also, wenn ein gemahlener Boilie drin ist, ist okay. Aber zwei gemahlene Boilies finde ich die Buttermischung schon extrem teuer. Denn der ist zu klein. Wieder freilassen. Übrigens, ich bin auch mal gespannt. Ich weiß gar nicht, wo das drinne war. Bei Zubehör? War das bei Zubehör? Nee. Doch, hier, genau, Arland, genau. Das hier, das haben die wieder rausgepatcht. Also es kann sein, dass irgendwann eine Trophy Lodge oder sowas kommt, vielleicht am Waldsee oder sowas, wo man seine ja, besonderen Fische quasi auf so ein Brett nagelt und dann an der Hütte ja, ranhängen oder aufhängen kann, ne? So wie man das bei The Hunter oder so kennt. Also kann sein, weil das war jetzt in einem der letzten Patche drinne. Da konnte man die Fische quasi an so einem Brett nageln. Und dann haben sie es aber ganz schnell wieder rausgenommen, weil das, ja, ich glaube, noch gar nicht richtig fertig ist. Und das wollten die eigentlich auch gar nicht mit reinnehmen, weil jetzt hätten wir hier natürlich gleich die Glocke austauschen können. Ja, also ich denke mal, nächstes Jahr können wir gespannt sein, dass eventuell eine Trophy Lodge kommt. Ja, und noch andere schöne Updates, also mal gucken.
Hat der jetzt gebissen? Ja, ich glaube, der hat gebissen. Flackert wieder, oder? Ne, flackert nicht. Okay, der hat nicht gebissen. Mal ein kleinerer Zuppler, glaube ich. Ja, und der Diamantfaust, der hatte gestern hier auch einen weißen Armut-Trophy an dem Spot. Also wenn man jetzt mal in Rekorde guckt, da stehen halt auch einige drin von den weißen Armuren. Also hier zum Beispiel Kokosahne 16 Pop-Up, das ist hier 8 Uber. Hier ist auch nochmal Kokosahne 16 Pop-Up. Und hier ist jetzt nochmal Banane 20 Pop-Up. Also nochmal, weil es gibt halt hier noch einen anderen, oder es gibt ja mehrere Spots. Aber hier zum Beispiel bei 55, 33 sollen die auch laufen. Und hier oben gibt es auch nochmal einen Spot. Ich glaube irgendwie 79, 77 oder so. Da ein Schilf ranwerfen. Da laufen die Armure auch. Also man kann hier schon die Spots auch durchwechseln. So, da haben wir nochmal zwei Zuppler. Gehen wir einmal hier nochmal ran. Der könnte auf jeden Fall Chatgröße sein hier. Mit Glück gucken. Ah. Was ist jetzt hier? Na, ah, ist kein Chatgröße, aber Haken zumindest. Jetzt müssen wir gleich nochmal PVA nachbasteln. Da soll meine durchsehen, meine ganze Futtermischung hier. So, stellen wir den nochmal. Man kann hier auch ein bisschen variieren. Man kann hier auch, anstatt Kokosnusscreme, gibt es auch noch Smart Boilies Kokos, oder? Ich gucke gerade nochmal. Gab es hier nicht noch was anderes mit Kokosnuss? Oder nee, das ist das, ne? Doch hier, genau das hier meine ich. Das könnt ihr auch mal probieren, ne? Smart Boilies Kokosnuss. Also wenn ihr davon noch was habt, könnt ihr das auch probieren. Oh, der hat auf jeden Fall Chatgröße hier. 5,8. Und der Huggy hier zum Beispiel, der hat das hier auch gerade noch alles, die Spots, die ich euch vorher noch genannt hatte, auch mit Kartoffel probiert und so. Also geht auch, ne? Also Honigteig kann man mal probieren, Kartoffel, Kohlblatt oder sowas, ne? Also. Hier Kokos. Hier haben wir noch eine andere, die ist aber auch schon älter, ne? Auch so ähnlich, aber auch mit gemahlenen Boilies noch. So, haben wir die auch fertig. Gerade ruhig. So, da haben wir auch nochmal besseren Biss hier. Nochmal ein Schuppi. So. Was machen wir hier? So, muss schon bei 26 Fischen, halt auch, wie gesagt, ein paar kleinere jetzt dabei. Die letzten waren eigentlich okay. So, kommen schon die nächsten Bisse. Kommt hier alles Schlag auf Schlag hier. Mal gucken, wann mal ein richtig großer Armo dabei ist. Oder Schuppi oder Lederkarpfen oder, ja, je nachdem. Lederkarpfen hatte ich ja auch schon einige gehabt. Also wo ich vor 2 Tagen da im Stream war, hatte ich auch schon einige Lederkarpfen gehabt.
gesagt, ihr könnt ja auch mal Kokosahne 22 ausprobieren. Damit vielleicht auch ein paar größere noch fangt. Oder ob die Bissfrequenz dann so krass runtergeht, dass sich das nicht lohnt. Müsst ihr halt mal ein bisschen. Mal eine Route mal damit testen. So, nächster Biss. Mal gucken. Mal was Kleines. Mal gucken, was der frühe Morgen jetzt bringt. Oh, was haben wir da? Schleie. Schleie. So, hier haben wir nochmal einen Biss und einen Zuppler. Links hat es gerade noch gezuppelt. Ah, jetzt geht er ab. Wie gesagt, im Durchschnitt sind die Fische schon relativ klein. Oh, was haben wir? Ah, ne, ja. Okay, Spiegelkarpfen. Ich dachte gerade schon eine Barbe. So, mal gucken, was wir hier haben. Ach, auch ein kleiner. Ich denke mal, so viel Silber wird das auch gar nicht bringen, weil wir extrem viele kleine dabei haben. Aber ist ja auch nicht schlecht, ne, für ein Level 18er Gewässer, wenn jetzt nicht immer die größten Amore da beißen. Sind wir jetzt bei 31 Fischen in 37 Minuten. Da kommt schon der nächste Biss. Oh, der Zuppler? Boah, sieht schon ein bisschen besser aus. Ich hoffe, der beißt. Das wäre natürlich, ja, sieht so aus, ja, aber keine Bremse. Oh, okay. Ach, lässt aber auch schon nach. Aber auch nochmal einen weißen Amor. 4,8. Ich würde sonst sagen, die Stunde machen wir auf jeden Fall voll und dann gucken wir mal, was wir so in der Stunde gefangen haben. Hey, der zieht auch schon wieder ab. Oha, goldener Spiegelkarpfen 28. Das schmeckt. Gerade Rekord hier. Von Albator. Albator. Ich glaube, ich gehe näher auch nochmal wieder an den Bernie, weil da hat einer gerade einen schönen Zeilkarpfen gefangen. Den muss ich mir auf jeden Fall auch noch holen. Den Trophy-Zeilkarpfen. Bernie gibt es jetzt wohl auch wieder drei Spots, die wohl ganz gut laufen. Wie gesagt, wenn bei mir der Spot gut läuft und wieder ein paar vernünftige Fische dran kriegen, mache ich dazu auch nochmal ein Video. Oh, Trophy, eine gute Karausche. Wir 2 Kilo Karausche hier. Oh. Bissfrequenz ist aber immer noch richtig gut. Also 40 Minuten jetzt hier und die Bissfrequenz ist ja echt super. Oha, da dachte ich schon gerade eben Bremse, aber... Auf jeden Fall mal ein bisschen besserer Fisch. Ja. Ja, der lässt sich auch schon ein bisschen schwerer einkurbeln hier. Könnte Schuppi sein, oder? Oder ist das ein Amor? Ne, das ist ein Schuppi, ja. Oh, 11 Kilo. Also Schuppis haben wir wirklich gute Größen jetzt hier. Kann ich euch gleich nochmal zeigen. Schuppis waren jetzt
Ganz gute dabei. 12,9, 12,8, 11. Dann hier nochmal 9er weißen Armor. Also, Schuppis ist schon nicht schlecht. ...36 Fische in 40 Minuten. Holen wir die Zeit schon wieder fast auf hier. So, jetzt sind wir ja ungefähr eine Stunde da. Ich würde sagen, wir gehen mal verkaufen und schauen mal, was wir jetzt verdient haben. Wie gesagt, sind viele Nicht-Chat-Größe. Also die haben zwar jetzt alle einen Haken, sind aber auch viele weiße Armure, die jetzt keine Chat-Größe sind. Schuppis, die keine Chat-Größe sind. Ja, wir gucken mal, was wir jetzt verdient haben. Wie gesagt, so viel wird es nicht sein. Wir schauen mal. Ja, 303 Silber in 57 Minuten. Ist okay. Also für den Bärensee ist es okay. Und ich denke, die Fische kriegt ihr hier auch alle selber raus. Da war jetzt wirklich keiner bei. Außer vielleicht der 12er Schuppi hier vielleicht, der ein bisschen länger dauert. Aber ansonsten kriegt ihr das auch selber hin. Gut, das soll es dann erstmal gewesen sein. Ich gehe rüber zu den Zeilkarpfen. Vielen Dank fürs Einschalten und dann bis zur nächsten Folge. Euer Andro Fring. Tschüss.